Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute vielleicht wieder ein etwas anderer Video-Content. Die nächsten Wochen wird es auch mehr inaktiv werden, aber dann so in die Semesterferien wieder etwas aktiver. Heute geht es auf jeden Fall darum, um die App OnlyFans. Des Weiteren möchte ich auch eine kurze Story darüber erzählen. Ich habe ja gestern mir überlegt, dass ich mich wieder umbenennen werde. Ich habe wieder ein neues Logo so entworfen und so weiter. Das ist meine Stellungnahme zu dieser App OnlyFans. Bevor wir mit dem Video weitermachen, wie immer die Grüße aus dem letzten Video. Grüße gehen raus an Jonas OG, an Jonicraft und an der ehrenlos Martin. Wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, einfach positiv kommentieren. Und dann, ihr wisst es, habt ihr gute Chancen im nächsten Video auch gegrüßt zu werden. Beginnen wir mal kurz damit, was überhaupt die App ist. Ja, ich sage einmal so, das ist eine ganz gewisse Plattform, wo Menschen ganz eigene Inhalte präsentieren können. Hier auf jeden Fall auch vielleicht so ein kurzer Screenshot eingeblendet, was man sich jetzt in etwa darunter vorstellen kann. Ich will nicht darauf weiter eingehen, weil es, finde ich, meines Erachtens sich einfach nicht gehört in unserer zivilisierten Gesellschaft. Auf jeden Fall meine Meinung zu dieser App ist einfach nur, dass ich es einfach nicht traurig finde, dass es sowas überhaupt geben muss. Verstehe ich einfach nicht, weil das einfach in unserer Gesellschaft meines Erachtens nichts verloren hat. Und ich weiß, da werden einige draußen sitzen, die jetzt darüber schmunzeln werden, die sagen werden, ich arbeite mit dieser App täglich. Und für mich ist sie nun mal im Alltag wirklich, auf der ich tätig bin. Schon klar, es wird einige Menschen daraus geben und das ist auch jetzt überhaupt nicht, will ich jetzt denen einen Vorwurf machen. Aber ich finde es halt generell schade, dass es sowas einfach geben muss, weil noch einmal, sowas hat einfach in unserer Welt nichts verloren. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich grundsätzlich sehr gegen Deutschraps bin, weil da so ein Reimwort oder irgendwie so eine Stelle über Drogen, über Pistolen, Waffen und so. Da gibt es einige Deutschraps, aber ich was immer raushöre, geht es eigentlich manchmal auch um Inhalte, die meines Erachtens nicht in unserer zivilisierten Gesellschaft etwas verloren haben. Und darum bin ich auch grundsätzlich so gegen alle Songs von Katja. Darum bewerte ich auch alle Songs, wo auch irgendwo was mit Bitches und so, jetzt habe ich es einmal sagen müssen, und dann mich ein paar darauf angeschrieben, ob ich das ernst meine, ob ich wirklich diesen Song hasse. Und ja, es ist meine Stellung dazu, ich bin kein Fan von generellen Seiten mit diesen schmutzigen Inhalten. Ich will es gar nicht aussprechen und gar nicht weiter darauf eingehen. Aber grundsätzlich bin ich einfach gegen jegliche Inhalte, die einfach in unserer Gesellschaft nichts verloren haben. So will ich jetzt weiterhin eine kurze Story erklären. Und zwar habe ich ja gestern eine Instagram-Umfrage gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die gefunden habe. Wenn ja, dann blende ich die hier mal kurz ein. Ansonsten vielleicht auch dieses Logo. Dieser neue Name hätte auf jeden Fall OnlyMax geheißen. Ich hatte die Idee dazu gehabt, dass ich mich OnlyMax nenne, weil Only und Max zwei neutrale Wörter sind. Only heißt ja auf Englisch nur und Max ist ja einfach mein Name. Und würde man das auf Deutsch übersetzen, heißt das oder würde es heißen, nur Max. Dann findet man dann nur jetzt Video-Content, der nur von Maximilian oder von Maxi eben kommt. Und da habe ich eben diese Idee dazu gehabt, lass mal so einen Künstlernamen machen. Was ich eben nicht wusste, ich wusste nichts von OnlyFans und so wusste ich natürlich auch nicht, dass OnlyMax und OnlyFans sich natürlich sehr ähnlich klingen. Und es tut mir wirklich leid, dass ich auf unachtsamer Weise mir diesen Namen ausgedacht habe. Ich hätte selber recherchieren können über diese App. Ein Zuschauer hat mich darauf aufmerksam gemacht. Also hier ist auf jeden Fall der Chat eingeblendet von dem Zuschauer. Das Ganze bleibt aber natürlich anonym. Und dafür will ich mich nochmal wirklich entschuldigen, dass ich davon nichts gewusst habe und dass ich da eigentlich ohne Skrupel mir diesen Namen so zurecht überlegt habe. Drum nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an dich, dass du mir das rechtzeitig gesagt hast. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt einigermaßen aufgeklärt. Ich hoffe, ich konnte die Story jetzt ein bisschen so erzählen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Das nächste Video wird wieder etwas spannender in Sachen Videocontent hier auf meinem Kanal. Und ansonsten wünsche ich aber Ihnen einen schönen Tag und lasst die Sonne scheinen, auch wenn es heute wieder wolkig ist. Haut rein und bis zum nächsten Video.